iPad als zweiten Monitor fürs MacBook nutzen? Kein Problem. Auch ohne irgendwelche Apps und Kabel. Apple Sidecar Feature macht das schon länger möglich. Was du brauchst und wie du das einrichtest, das erfährst du hier. Hier eine kurze Zusammenfassung. Du brauchst ein MacBook von 2016 oder neuer, mindestens macOS Catalina und ein iPad Pro oder eins der folgenden iPad-Modelle. Dann müssen wir auf dem iPad unter Allgemein, AirPlay und Handoff die folgende Option aktivieren. Jetzt gehen wir aufs MacBook und vergrößern ein Fenster und wählen hier aus aufs iPad übertragen. Dann wird das iPad automatisch zum zweiten Monitor. Das kann je nach macOS ein bisschen anders aussehen. Ein echt praktisches Feature, so habt ihr immer einen zweiten Monitor dabei. Liked und folgt mir für mehr.